Heute möchte ich zwei Termine zur Guafenesin-Therapie bekannt geben. Das ist eine Behandlungsmethode für Fibromyalgie und die Termine betreffen den September 2021. Vielleicht ist das ja für dich interessant. Es gibt nämlich wieder einen Kartierungstag im Ruhrgebiet. Ich werde im Ruhrgebiet kartieren. Und dann gibt es noch ein Guafenesin-Selbsthilfe-Online-Treffen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, wenn du die Guafenesin-Therapie anwendest oder in Vorbereitung bist, dich informieren möchtest und Lust auf Austausch hast oder eben an diesem Kartierungstag interessiert bist, dann solltest du dir das Video anschauen und du erfährst mehr, wenn du jetzt dran bleibst. Ja, es geht los mit dem Kartierungstag im Ruhrgebiet. Das wird sein am 4. September 2021. Da komme ich nach Dortmund und kartiere dort. Ja, und es liegen schon einige Anmeldungen vor, aber es sind auch noch welche frei. Und sollte es jetzt für den Samstag nicht reichen, das ist ein Samstag, der 4. September, wenn das nicht reichen sollte, dann werden wir noch auf den Freitag ausweichen und da auch noch weitere Termine vereinbaren. Wenn du an einer Kartierung in Dortmund interessiert bist, dann klick bitte diesen Link an. Da findest du zum einen weitere Infos und zum anderen auch die Möglichkeit, dich anzumelden. Denn eine Anmeldung ist nötig. Du wirst dann von mir, also erstmal kriegst du eine automatische Antwort, aber ich werde dann auch mit dir Kontakt aufnehmen, damit wir einen Termin vereinbaren können an dem Tag. Und dann erhältst du natürlich auch eine Terminbestätigung und Anschrift und Telefonnummer und was alles wichtig ist, damit du informiert bist. Ja, nun zum zweiten Termin, nämlich das Selbsthilfe-Online-Treffen zur Guafenesin-Therapie. Das findet jetzt, glaube ich, schon zum fünften Mal online statt, ist ja durch Corona entstanden. Und es wird veranstaltet von Christine Polike von der Selbsthilfegruppe Ruhrgebiet und von mir. Gemeinsam bieten wir dieses kostenlose Treffen an. Und es richtet sich an jeden, der interessiert ist an der Guafenesin-Therapie, der sich informieren möchte, der vielleicht auch in der Therapie steckt, Lust auf Austausch hat oder der sich vorbereiten möchte und ja, Informationen auf der Suche nach Informationen zur Therapie ist. Dieses Mal haben wir einen Gast und darüber freue ich mich besonders, nämlich Dora Meyer wird dabei sein und uns ein bisschen begleiten und Rede und Antwort auch stehen. Sie ist die Initiatorin der Guafenesin-Therapie in Deutschland. Sie war die erste Anwenderin in Deutschland und ist nun seit fast 20 Jahren dabei, Menschen mit dieser Therapie zu unterstützen und oder Menschen mit Fibromyalgie bei dieser Therapie zu unterstützen. Ja, und ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, teilzunehmen und ich darf ihr dann ein paar Fragen stellen. Jetzt möchte ich nochmal zum einen das Datum nennen. Dieses Online-Treffen wird stattfinden am 11. September, das ist auch ein Samstag, und zwar von 14 bis 17 Uhr. Nach der Begrüßung wird es eine Präsentation von mir geben zur Guafenesin-Therapie. Da geht es um alles Wichtige, also sozusagen das Grundwissen der Therapie, versuche ich dort zu vermitteln. Es geht darum, was ist Guafenesin, wie ist der Zusammenhang mit der Fibromyalgie, was muss man beachten, da geht es auch um Salicylate, also Grundlegendes zur Therapie, zum Start. Ernährung wird auch noch ein kleines Thema sein und im Anschluss sind dann auch Fragen möglich. Dann wird es wahrscheinlich eine kleine Pause geben und nach der Pause gehe ich dann in den Austausch mit Dora Meyer. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Und auch da wird es dann im Anschluss sicherlich die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und dann irgendwann, wenn dann noch Zeit ist, wollen wir auch noch in den allgemeinen Austausch gehen. Und ja, diese Zeitangaben, die ich da so mache, das sind Schätzungen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie alles verläuft, wie viele Teilnehmer wir haben, wie redebereit, wie viele Fragen da zustande kommen. Also das sind einfach nur circa Angaben mit diesen Zeiten. Ich weiß, dass das für Fibromyalgie-Betroffene ein strammes Programm ist, aber es lohnt sich für alle, die sich informieren möchten, die sich austauschen möchten und alle sind natürlich da auch herzlich eingeladen. Ja, und auch hier ist eine Anmeldung nötig, sonst kannst du nicht teilnehmen. Den Link zur Anmeldung für das Guafenesin-Treffen, ich sage es nochmal, es ist kostenlos, da kommen keine Kosten auf dich zu, den findest du hier. Den Link, da kannst du dich anmelden, dann erhältst du auch einen Zugang. Das Ganze wird per Zoom stattfinden und du brauchst auf jeden Fall eine gute Internetverbindung. Am besten ist es, wenn du die Möglichkeit hast, dass du LAN nutzt und nicht WLAN.
Es sei denn, du weißt, du hast ein stabiles, gutes WLAN, dann ist das sicherlich auch möglich. Ja, und dann brauchst du natürlich irgendeine Art von Computer, also ein Smartphone oder ein Tablet oder ein PC, was auch immer. Ich empfehle eigentlich die Teilnahme am PC oder zumindest am Tablet, weil es eben auch mit der Präsentation dann besser zu sehen ist, worum es da geht. Das kann man dann auf dem Handy nicht ganz so gut erkennen, aber wenn es nicht anders geht, dann geht natürlich auch ein Handy. Ja, und du brauchst auf jeden Fall auch eine Kamera und Mikrofon. Nur dann können wir mit dir in den Austausch gehen. Und ja, es hat auch noch ein bisschen den anderen Hintergrund. Also das ist ja ein Selbsthilfetreffen, so muss man sich das irgendwie vorstellen, so wie als wenn man sich präsent trifft und sich eben austauscht. Und da berichtet der ein oder andere eben auch über seine Situation. Und dann ist es nicht so toll, wenn man da in fünf schwarze Bildschirme guckt, weil alle ihre Kamera deaktiviert haben oder sich nicht zeigen wollen. Denn beim Präsenztreffen sieht man sich ja auch und tauscht sich aus. Und wir möchten eben auch einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und deshalb, ja, möchten wir diese Teilnahme nur mit Kamera und Mikrofon haben. Mikrofon einfach deshalb, damit du dann auch Fragen stellen kannst, wenn du welche hast. Ansonsten, also es gibt keine Vorstellungsrunde oder sowas, dafür sind wir viel zu umfangreich, meistens jedenfalls. Das sprengt dann den Rahmen. Ich würde es sehr gern machen, aber es geht einfach nicht. Ich empfehle dir auch ein Headset zu benutzen oder einen Kopfhörer, um Rückkopplung zu vermeiden. Das ist für alle dann angenehmer. Und ja, vielleicht sehen wir uns in Dortmund oder wir sehen uns vielleicht beim Guafenesin Online-Treffen. Ich freue mich jedenfalls auf beide Termine. Und wenn du Lust hast, mehr Videos von mir zu sehen über die Fibromyalgie, dann abonniere meinen Kanal. Klicke auch die Glocke an, dass die ausgefüllt ist, denn nur dann bekommst du von YouTube eine Nachricht, wenn ich ein Video hochlade. Ich wünsche dir eine gute Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.